Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Witcher 3. Ja. Ich muss mir echt mal merken, dass... ich, bevor ich ein Let's Play mache, wirklich mir angewöhne, vorher zu gucken, ob die PlayStation 5 kein Update hat. So versammelt ihr ja, euch vor will ich mir. Aber nicht hungrig, hören. Verzweifelt. Hallo. Drückt eure Kinder nee. An euch. Kann ich nicht überspringen? Kaiser M hier hat seine Legionen in unsere Lande geführt. Alter. Die Festungen bis zu den blauen Bergen belagert. Tollwütig. Boah, reißt muss ihr ich mir Stein das jetzt echt Stein nee, herauf. Da. So. Einfach mal. Muss ich mir das jetzt echt anhören? Ich hab's nicht gesehen, dass ich Viereck drücken muss. Fängt ja schon wieder gut an. Es fängt wieder gut an. Wir gehen jetzt erstmal auf Fortfahrt. Auf der Suche nach Yennefer, seiner einstigen Freundin und Geliebten, gelangte Geralt ins Dorf Weißgarten. Die Zauberin schien nur ein paar Schritte entfernt, doch sie blieb ungreifbar. Ja. Und wir sind wieder da irgendwo. Ja, genau. Wir wollten ja eigentlich, hat sich die Grafik verändert? Komm schon. Ja, nee, will ich jetzt nicht wissen, ob was aktualisiert wird. Fängt echt so gut ist an. Gut. Warte, hier waren wir, oder? Alter. Nein, ich weiß immer noch, wie man vom Pferd absteigt. Auch wenn das jetzt so lange her ist. Oh, nee. Ich weiß, das ist sehr, sehr lange her, dass ich nicht gespielt habe. Ja, da ist eine Leiche. Kann man hier irgendwas mitnehmen? Nee, alles leer. Echt jetzt? Warum bin ich jetzt vom Gaul abgestiegen? Warte mal. Ja, das weiß ich immer noch. Man drücken muss. Das Einzige, was ich machen kann, sind die Fässer in die Luft jagen. Aber nee. Oh ja, da waren diese. Ja, Geralt läuft mit vorn. Baum, Baum, Baum. So aufsitzen. Wir wollten ja zu diesem grünen Punkt. Okay. Ruhig, ruhig. Riecht er da? Heya! So, stopp, 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 stopp. Da brauchst du nicht weiter. Okay, Moment. Nee. Eine Fackel in der Nacht brauchen wir nicht. Ja, Igni. Nee, wir haben Axi. Igni. Und... Nee. Nein. Geralt. Du wirst gleich vergiftet. Nee, ich will nicht nie. Boah. Ja. Nein. Okay, so. Nein. Das kannst du jetzt. Da. So. Das kannst du jetzt nicht tun. Doch kann ich. Oh, das war's? Das war der bewachte Schatz. Und wo ist der Gegner, bitteschön? Hallo? Wie? Das war's? Echt jetzt? Euer verdammter Ernst? Stufe 1? Wo bin ich denn hier noch? Ich bin noch... Da muss ich... Aber ich kann doch nicht Stufe 1 gewesen sein, oder? Das ist ein bisschen unmöglich. Oder haben die das wieder geändert? Das wäre jetzt echt mies. Passt auf, warte mal.
Weil ich glaub nicht. Alter. 14.01.23, 15.18 Uhr. Auftrag beim Brunnen. Gespeichert ist, aber ich kann doch nicht Stufe 1 gewesen sein, ey. Ich muss einmal was nachgucken. Puh, ja. Es sind 4 Folgen gewesen, soviel ich weiß. 4 Folgen. 4 Folgen. Und da kann nicht sein, dass ich auf Stufe 1 bin. Moment. Ach komm, lasst mich das doch mal jetzt anschauen. So, Moment. Tatsächlich, ich war noch Stufe 1. Alter! Entweder, ohne Scheiß, Leute, ne? Entweder habe ich echt hier oben einen an der Waffel, ja? Oder ich bin echt... Wo sind wir denn jetzt gerade? Wir sind doch eigentlich... Nee, wir sind doch in Irfe. Wir sind... Sind wir noch am Anfangsgebiet? Jo, ja doch. Wir sind echt am Anfangsgebiet. Okay. Okay, okay. Am Anfangsgebiet. Waren wir nicht noch woanders? Wir waren noch... Ey. Oder habe ich jetzt irgendwelche Hallo... Egal, wir sind auf jeden Fall erstmal Stufe 1. Nicht schlimm. Nicht schlimm. Okay, ich bin da eh, Leute, ich habe so lange kein The Witcher mehr gespielt, ja. Ja, schön in die Gebüsche. Ja, noch weiter. Macht ja so viel Spaß. Ich weiß es gar nicht mehr. Halt. Nein, 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 ich will absteigen. Nicht wieder Faxen machen. Die brauchen wir. Kannst du auch langsamer gehen, Geralt? So, irgendwas hab... Ich hab das Gefühl, dass der meine Grafik zurückgesetzt hat. Moment, das haben wir gleich. Das haben wir gleich. Spiel? Nein. Anzeige. Gamma allgemein. Raytracing, Bewegungsunschärfe brauchen wir nicht. Weichzeichen ein. Vignettierung, was ist das denn jetzt? Alter, hab ich echt... Ich komme mir gerade vor, als ob ich... als ob ich gesoffen hätte. Oh, danke, du bist aktualisiert. Schön. Freut mich. Aber... Alter, habe ich Filmkörnung an? Habe ich Filmkörnung an? Ich weiß, Leute, ich weiß nicht mehr, was ich eingestellt habe. Ja, Fischaugensicht, Bewegungsreaktion, alternativ schnelles Wirken von Zeichen, normales Wirken, Kamera, Reiten, Zentrieren, Speicherung. Alle 10 Minuten macht er das automatisch. Plattformübergreifende Fortschritte. Das war Schwert hier da normal. Das war leicht, genau. So. Da. Müssten wir erstmal hin. Log-Anzeichen, Minikarte, Hexersinner, Weg,
zum Ziel und entdeckte abgeschlossene NSC-Gespräche. Ort, Datum? Ja, das haben wir aus. Das brauchen wir nicht. Ich weiß ja, wann ich aufnehme und wann nicht. Okay. Nee, das nicht. Dann mal überall gemein. Keine Ahnung. Ja, ey. Weiß ich, ich stelle mir die Sachen ein und weiß gar nicht mehr, was ich da eingestellt habe. Das ist so, als ob du dir Essen machst, ja, oder Essen kochst und gar nicht mehr weißt, was du gekocht hast. Wo ist mein Pferd? Oh. Nee, die können wir nicht angreifen, ne? Da ist eine Quest. Komm, nehmen wir die gleich an. Wenn wir schon mal hier sind, nehmen wir sie auch gleich an. Kräuterkundler. Okay. Was ist passiert? Monster aus dem Sumpf. Man hat mir gesagt, dass die Straße voller Gefahren ist, aber ich wollte nicht hören. Das habe ich nun davon. Weniger Gejammer, mehr Informationen. Was ist passiert und wie kann ich helfen? Aber ich arbeite nicht umsonst. Hexerkodex und so. Also, ich war unterwegs zu den Schwarzen, um zu handeln. Plötzlich ging mein Pferd durch und galoppierte vom Weg ab. Wir haben einen Baumstumpf getroffen, ich flog runter und Pferd und Wagen rasten weiter. Dann hörte ich Geblubber, Gewirr, Geschlürfe. Etwas kam aus dem Morast und verschlang den Gaul mit Huf und Haar. Meine Waren sind bestimmt noch im Wagen, aber ich fürchte mich zu sehr, um nachzusehen. Könntest du vielleicht? Mir ist vor allem eine kleine Schachtel wichtig. Bring sie mir. Ich flehe dich an. Na gut. Gut, ich gehe. Wenn ich diese Schachtel habe, gebe ich dir Bescheid. Wie kein Danke und... Alter. Die Menschen sind so undankbar. Richtig undankbar. Beweg dich! So, bevor wir jetzt die Quest machen. Wir haben noch eine andere Aufgabe. Nee, jetzt sammeln wir mal keine Blumen. Obwohl ich so gerne sammeln will. Halt, stopp! Das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Jo, Geralt. Ist ein Ort der Macht. Aber hey, er hat genauso dumme Sprüche drauf wie ich. Und wir haben ein Charakterfenster. Fertigkeiten. Nee, nicht Weltkarte. Da wollte ich auch hin, aber... Charakterstufen. Wenn du eine gewisse Anzahl an Erfahrungspunkten gesammelt hast, erreichst du die nächste Stufe. Du erhältst Erfahrungspunkte für das Töten von Monstern und das Abschließen von Quests. Ja, danke. Charakterfertigkeitspunkte. Wenn du eine Stufe aufsteigst, erhältst du Fertigkeitspunkte. Diese Punkte kannst du einsetzen, um neue Fertigkeiten zu erwerben. Oder die Fertigkeiten zu verbessern, die du bereits besitzt. Die Farbe einer Fertigkeit zeigt an, zu welchem Fertigkeitsbaum sie gehört. Wähle mit L eine Fertigkeit aus und drücke dann Viereck, um sie zu entwickeln. Okay. Ja, schön. Aber ich will jetzt... Ja, bist du jetzt mal fertig?
So, was haben wir hier? Schneller Angriff, Kernfähigkeit. Ja, könnten wir eigentlich hier einen Punkt reinsetzen, ne? So. Damit deine Fertigkeit Wirkung zeigt, musst du sie erst aktivieren, indem du sie auf einem freien Fertigkeitsplatz ablegst. Inaktive Fertigkeiten sind wirkungslos. Okay. Wähle Fertigkeit aus und drücke X, wähle dann mit L einen freien Platz aus und drücke X, um Fertigkeiten zu aktivieren. Ja, wie schön. Du kannst Fertigkeiten jederzeit deaktivieren und stattdessen andere aktivieren. Danke, danke, danke. War das jetzt eigentlich sinnvoll, das zu machen als erstes? Breites Kreuz, das wäre eigentlich besser gewesen. Egal. So. Dann gehen wir mal zu unserem Gaulchen zurück. Oh oh. Okay, dann nicht. Komm her. Oh. Alter, schlag doch zu. Alter. Alter. Du. Der schlägt mich. Kann ich die nicht. Kann man die nicht... Also, ja. Kannst du den in die Fackel mal bitte? Ich merke... So. Navel, ich wollte die Fackel doch gar nicht. So. Jetzt kommen Wölfe. Aber irgendwie kommen sie nicht hier durch. Alter, was ist das für eine KI? Okay, dann nicht. Dann macht ihr mal da eure Hampelmännchens. Ich gehe mal zu meinem Pferdchen. Nein, das haben wir ja schon. Aber ich will das, was er... Nee, das will ich nicht. Da. Das will ich. Jo, dann gehen wir mal jetzt wieder zurück zu unser Pferdchen. Mein Fuß schläft gerade ein. Irgendwie. Irgendwie schläft der Fuß ein. Jetzt, meine Güte, ey. Was mache ich denn heute hier? Nein, ich will die Karte. So, wir sind aber keine Stufe 2, ne? Wir sind immer noch Stufe 1. Ah, doch, doch. Das... Ja, heul du mal den. Komm schon. Keine Ahnung. Ja, natürlich. Aua, das war der Baum. Das erinnert mich an etwas. Ich sag nur Wand, Kopf. Die Person, die ihr... Tanzen wir. Ja, genau, tanzen wir. Was, tanzen? Ja, natürlich. Ausgerechnet ich, die eh gerade nicht weiß, wie sie kämpfen soll. Ja. Das ist doch gerade... Mit ja, natürlich. Nein, das war ausweichen, genau. Alter, war das Viereck jetzt wieder? Alter, der Ertrunkene, der denkt sich doch auch gerade. Was macht sie da? So.
So, aufnehmen, Schlüssel. Und wo müssen wir jetzt mal? Da. Wie kann man tauchen? Achso, halten. Da. Da. So. Erstmal wieder hoch. So. Neue Quest. Temerischer Schatz. Ach, du Jemini. Ja. Ey. Dann gucken wir mal, was für ein Buch wir bekommen haben. Inventar. Das, ne? Blut durchtränkte Militärbefehle. Okay. An die zuständige Stelle. Auf des Legionskommandanten. Die Männer, die diese Nachricht bei sich haben, sind nordwärts zum Grenzposten bei Ochsenfurt zu eskortieren, wo sie von einer redanischen Division erwartet werden. Als Temeria adliger Abkunft stehen sie unter besonderem Schutz. Ihnen darf kein Haar gekrümmt werden. Was sie bei sich tragen, ist ihr eigen Hab und Gut und soll in ihrem Besitz verweilen. Jegliche Missachtung dieses Befehls wird von einem Standgericht geahndet. Randall Wittenberg. Alter, echt? Bruder, wo bist du? Ach so, ja, das haben wir ja schon vorgelesen. Auftrag beim Brunnen, das habe ich auch vorgelesen. Da brauche ich eigentlich nicht viel zu erzählen, außer dass ich gerade richtig unbequem sitze. So. Wir haben Schmuck. Hey. Toll. Oh. Warte, warte, Moment. Ach komm schon, Mann. Manchmal frage ich mich, warum zum Henker ich einfach nicht mal Popobacken zusammengezogen habe und mich einfach mal darauf konzentrieren würde. Irgendwie, ich weiß nicht, ich meine, ich glaube, ich hätte das auf PC mal spielen sollen. Irgendwie. Wo ist mein Pferdchen? So, rufen wir mal. Wie war das jetzt mit dem Essen? Ah, okay, ja. Jetzt weiß ich's. Okay, eigentlich wollte ich euch mal was erzählen. Eigentlich. Aber irgendwie ist immer irgendwas anderes. So, wir reiten mal so. Und dann so. Auf dass wir auf Ertrunkene stoßen. Oder irgendwas anderes. Nein, natürlich nicht. Ich will keine Monster. Ach, da. Okay, was ist da? Alter, jetzt reite! Nein, jetzt, du dummes. Ach, jetzt springst du. Oh. Komm, lass mich absitzen. Ja. Wie war das? Einfach draufschlagen. Nein, aua, aua, aua. Aua, aua. Komm her. Aua. Aua. Oh, oh, das sieht nicht gut aus für mich. Wenn ich jetzt nicht... Ah, geschafft.
Alter Schwede, was soll das denn? Alter! Ich hab doch nur auf normal stehen, glaube ich. Ich weiß es langsam nicht. Oh, nee. Noch jemand? So, ein bewachter Schatz haben wir. So, das war's doch, oder? Ja. Das war's. Wie war jetzt nochmal Axis wirken? Da, nee. Da? Nein. Da? Ah, okay. Oh oh, da gehe ich mal weg. Oh. Natürlich auch da. Hey, warte mal, mal gucken, was wir in Alchemie machen können. Inventar. Ah, wir haben noch nicht mal die Bomben entwickelt, ne? Ja, gucken wir mal. Ja. Zum Herstellen eines Gegenstands benötigst du die richtigen Zutaten. Ja, schön. Meine Fresse, ey. Hier findest du eine Beschreibung des Gegenstands, den du herstellen kannst. Gegenstände, die du herstellen kannst, sind in Kategorien unterteilt. Rezept W auswählen. Wähle L, um das erforderliche Rezept auszuwählen. Ja, schön. Aber ich will... Salpeter fehlt. Ja. Salpeter. Wo kriegen wir denn Salpeter her? Und Calcium. Tränke. Oh, wir können die Schwalbe herstellen. Heilung. Leute, Heilung. Tränke müssen im Inventar ausgerüstet werden, damit du sie im Spiel einsetzen kannst. Gegenstände ausrüsten. Verwende L und R1, um das Inventar zu öffnen. Bestiarium. Charakter. Meditieren. Nein, will ich jetzt nicht. Inventar. Ja. So, dann. So. Das hier können wir, glaube ich, den ganzen Plünder können wir eigentlich dann verkaufen. Das hier weiß ich nicht. Aber könnten wir, einen Teil können wir auch schon verkaufen, ja. Glaube schon. Wir sind immer noch Stufe 1. What? Ich glaube, wir schwimmen gleich mal dahin. Direkt einfach mal dahin schwimmen. Eigentlich hatte ich ja gesagt, dass ich was erzählen wollte, ne? Aber, Waldkauz, Wasser. Nee. Wie mache ich das jetzt? Nee, da auch nicht. Okay, das war jetzt nicht das, was ich wollte, aber okay. Ich muss mir das echt... Nee. Na gut, schwimmen wir mal erstmal. Ein vernünftiges Bad kann ja nicht schaden. Oh, da sind Haie. Glaube ich. Oder Fische? Haie? Ich wollte, hatte ja eigentlich gesagt, dass ich was erzählen wollte, ne? Und nicht hier die ganze Zeit Faxen machen wollte. Also, was ich erzählen wollte, war,
war Thema Kaffee. Jetzt fragt ihr, warum gerade Kaffee? Weil da ist was. Weil dieses... Okay, pass auf. Passt auf. Ich mach das jetzt einfach mal. Nee. Ist hier noch irgendetwas? Okay, ich muss nach oben. Ist das jetzt grau oder ist das weiß? Ist immer noch weiß, ne? Ja, warte mal. So, mein lieber Geralt. Nein, sind nur Fische. Haie. Genau. Also hier ist nichts mehr. Weil hier habe ich ja alles durchsucht. Also jetzt sind wir hier fertig. Okay, Thema Kaffee. Ich habe früher viel Kaffee getrunken. Jetzt mittlerweile nicht mehr. Nein, und ich habe keine toten Menschen gesehen. Tote Geister? Oh ja, okay. Nein, ich habe keine toten Menschen gesehen. Das wollte ich sagen. Ich habe wirklich viel Kaffee getrunken. Normalerweise, wenn man sehr viel Kaffee-Intus hat, kann man die nächsten Tage wirklich nicht schlafen oder wie andere halt oder wie Anfängliche dann sagen würden. Dann ist es so, dass man, ne, dass es dann etwas ist, wo man dann sagt, okay. Hey. Ja. Wie lange bleibe ich jetzt wach? So, wisst ihr, was ich meine? Auf jeden Fall. Ich hab mit 12 Kaffee getrunken. Wenn ich mich jetzt recht entsinne, mit 12 habe ich Kaffee getrunken. Und auf jeden Fall hatte das nie bei mir so die Wirkung gehabt, die es bei anderen hatte. Irgendwie, dass die lange wach bleiben oder total aufgepusht waren oder pipapo oder weiß der Geier, was noch, weil, wisst ihr, was ich damit sagen will? Sondern es hatte bei mir das gegenteilige Effekt. Was meine ich mit gegenteiliges Effekt? Ich meine damit, dass dieser Effekt, den ich hatte, Magie, ein Ort der Macht, das so war, dass ich, aua, Da, Geralt. Nicht die Luft. Wo ist er denn jetzt? Ist er weg? Anscheinend. Okay. Und wieder ein Fertigkeitspunkt. Also auf jeden Fall hatte es das gegenteilige Effekt. Jetzt muss ich einmal gucken, wie lange ich aufnehme. 34 Minuten, okay. Und das heißt, mit anderen Worten, ich wurde dadurch müde. Ohne Flex, ich bin dadurch müde geworden. Das war für mich so, als ob ich tonnenweise Schlaftabletten eingenommen hätte. So, wisst ihr, was ich meine? Während andere total stundenlang wach liegen konnten, ja, weil sie so viel Kaffee-Intus hatten,
war das bei mir so, als ob ich Schlaftabletten genommen habe. Ich bin tatsächlich wirklich müde dadurch geworden. Und natürlich war das ein bisschen unglaubwürdig, wenn ich das anderen erzählt habe, wisst ihr? Und ich hatte, wie lange liegt das her, dass ich keine Kaffee, zuletzt so viel Kaffee getrunken habe. Das liegt auch Jahre zurück. Es liegt wirklich mehrere Jahre zurück, dass ich, kein Kaffee mehr. Das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. Haben wir schon, Geralt. Haben wir schon. Pflanzen. Und es ist aber wirklich so, mein Mann kann das sogar bestätigen. Der hat das nämlich auch miterleben müssen, wie ich da total friedlich am Einschlafen bin und er dann wachlacht. Nein, also ich habe meistens Kaffee sogar abends getrunken, wisst ihr, was. Und gerade wenn das so eine große, volle Kanne war, da war das eh schon wirklich so, dass ich, ja, wie gesagt, es hat wirklich wie Schlaftabletten für mich gewirkt. Axi? Nee, das hier brauchen wir, ne? Jetzt müssen wir nur gucken. Nein, da. So, danke, Geralt. So, jetzt können wir uns die Fackel vornehmen. Vielleicht auch gleich Schwert ziehen. Vielleicht einmal speichern. Das wäre besser. Weil ich vergesse immer zu speichern. So, hat er gespeichert? Ja, hat er. Und, war eigentlich... Er konnte das echt nicht glauben. Er war komplett fassungslos. Aua. Noch jemand? Kaum noch jemand? Nein. Also niemand. Okay. Nee, warte mal. Machen wir mal wieder Igni. So. Ja, und jetzt brennen die Fackeln. Wisst ihr, normalerweise, ich mag es, wenn man das einfacher haben kann und nicht hier gleich wegdrehen muss und kannst das jetzt nicht tun. Ja. Dann lass mich doch diese blöde. Ich will die blöde Fackel doch nur aufnehmen. Mann! Die Fackel anzünden, nicht aufnehmen. Alter. Der will mich richtig ärgern hier heute. Du kannst aber auch nichts machen, dass man das automatisch anzündet, ne? Geht nicht, ne? Funktioniert einfach nicht. Nur das, was auf dem Boden liegt. Ja, super. Oder das hier. Nö, das auch nicht. Moment. Vielleicht. So. Ja, da ja. Ja, das ja, natürlich. Oh, funktioniert. Ich glaube, ich sollte mir gleich mal was zu essen machen. Mir wird nämlich richtig schlecht. Und das liegt nicht am Spiel. Nicht so wie bei Resident Evil Village.
Ich überlege gerade, wie wir zum Henker, ja, an dieses komische Salpeters da kommen. Ja, was wir ja eigentlich brauchen, ne? So. Ich mach gerne lieber alles, so alle Fackeln an, außer bei der einen geht das wohl nicht. Keine Ahnung warum. Nee, das war zu. So. Nur bei einer. Nee, hier hinten konnten wir auch nicht, ne? Vielleicht hier. Doch hier, da geht. Alter. Da geht auch. Jetzt nur noch der hier. Ah, okay, funktioniert. So, das hier nehmen wir mit. Da war noch irgendwo ein Pflänzchen. Irgendwo war. War. Da. Nein. Nein! Was machst du? Das da! Ach, jetzt kann man das auch an und aus. Muss ich nicht verstehen. Geralt. Ein Ort der Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Nee, brauchst du. Kannst du jetzt mal die blöde Fackel? Alter! Und ja, auf jeden Fall war das halt wie Schlafmittel für mich. Oder wie Schlaftabletten. Ja. Ich musste halt wirklich. Ich hatte keine Probleme damit, gut einschlafen zu können. Mittlerweile. Also, wie gesagt, wie lange lag das zurück, dass ich Kaffee getrunken habe? Zuletzt getrunken hatte. Das war 2-3 Jahre. 3 Jahre war das auf jeden Fall. Also vor 3 Jahren war das, glaube ich, das letzte Mal. Wo ich Kaffee wirklich getrunken hatte. Wo ist jetzt mein Pferd? Krähenauge. Wo ist denn jetzt mein... Ach, da! Nicht in die... Warum heißt das Pferd Plötze eigentlich? Das weiß ich auch nicht. Das kann ich echt... Nein, das will ich auch nicht. So, wir sind hier fertig. Jetzt gucken wir mal gleich auf die Weltkarte. Da gehen wir gleich hin. Gehen wir doch mal da oben hin. Und vorher... passt auf, ich werde mir jetzt was trinken, etwas, und dann bin ich gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Es kann aber auch sein, dass mir deswegen schlecht wird. Beweg dich. Weil ich krank werde, weil ich merke das dann, wenn ich krank werde, wenn meine Augen extrem brennen. Also wirklich richtig so, als ob man die Augen offen lässt, ja? Und in diesem Feuer, also wenn so ein Lagerfeuer ist, da so reinschaut und ja, so viel hat sich das angefühlt. Und ganz ehrlich, wenn ich fühlt sich das auch immer noch so an. Hallo.
der andere? Noch jemand? Nein? Oh, schade. Ach, ein Monsternest. Ein Ghoulnest. Ja. Ich muss es zerstören. Ja. Haben wir aber nicht. Wir haben nichts, was wir zerstören können. Magie. Ein Ort der Macht. Ja, da können wir hingehen, aber... Ja, wir haben schon wieder ein Nest, was wir nicht machen können. Wo zum Henker findet man denn endlich mal... Moment. Wir haben... Erstmal Charakter. Wir werden erstmal das hier nochmal verbessern. Und das hier. So. Ich weiß, nur wir können das noch nicht ausrüsten. Ja, das ist mir schon bewusst, ja, aber ich hab lieber was, ne, da drinne als gar nichts. Jetzt muss ich einmal gucken im Inventar, was wir hier an Rüstung haben. Das rasten wir ein. Ja, auf das wir das einrasten, Leute. Nein, ich meinte, das rüsten wir aus. Ja, das rasten wir mal ein. Genau. Ja. Ach du Jemine. Pausenclown lässt grüßen. Alter. Gibt's das nicht in schön? Hey. Ganz ruhig. Ich sehe so bekloppt da drinnen aus. Also nicht ich, aber den Charakter. Normalerweise bin ich eigentlich so, dass ich gar keine männlichen Charaktere spiele, weil ich mag das nicht, wenn ich so einen Mann spielen muss. Aber mir geht es ja nicht anders und ja, ist okay. Jetzt ist die Frage. Wir brauchen Salpeters für die Bomben. Ja, hier. Wenigstens wieder eine Bombe. Die andere Frage ist, wie? Wie kriegen wir das? Das ist echt... Ja, das Monster, die Monsternester müssen wir uns gleich drum kümmern. Wir erkunden erstmal so weit und dann gucken wir, dass wir irgendwie Salpeters bekommen. Ja, dass wir uns, ja. Ach, nee. Na, da sind die wieder. Okay, komm, erstmal hier weg. Und das ist auch wichtig. Ich weiß nicht. Das Problem ist, man spielt es blind, also blind mind. Das heißt, ich weiß nicht, wo man... Oh. Ich hab dich nicht gesehen, du hast mich nicht gesehen. Geh weiter, Bär. Geh einfach weiter, du hast mich nicht gesehen. Ob das jetzt hier so eine gute Idee ist, was ich hier veranstalte, kann ich nicht sagen. Aber auf jeden Fall renne ich mal erstmal dem dusseligen Hirsch dahinter her, weil ich habe echt keinen Nerv. Was ist das? Blass, bla bla bla. Irgendeine Frucht. Also nicht eine Frucht. Ich glaube nicht, dass man die dann essen kann, aber ja. Pusteblumen. Ich brauche Salpeter. Ich brauche diese Bomben, Mann. Und keine Pusteblümchen. Pusteblume. Ja. Ja, aber die brauchen wir trotzdem. Das ist es ja. Das ist ja egal, weil. Aber wir brauchen sie ja. Da. Vielleicht ist hier. Nein, das ist keine.
Und nee, das ist auch kein Salpeter. Okay, Leute. Ihr könnt in den Kommentaren mal schreiben, wo ich Salpeters herbekomme. So, und damit verabschiede ich mich. Wir sehen uns gleich wieder in der nächsten Aufnahmesession. Lasst ein Abo da, ein Feedback, ein Däumchen nach oben und aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Folgen verpasst. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Macht's gut. Bye, bye. Ciao.